Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. What a rich passage that is, huh, from Peter. Was für ein gehaltvoller Abschnitt aus dem Petrusbrief. And you know, if you study church history, Wenn du Kirchengeschichte studierst, you will actually find out something very interesting. wirst du etwas sehr Interessantes herausfinden. That the Peter who first was such a big mouth and said, "Oh, I'm willing to suffer with Jesus." Dieser Petrus, der zuerst so ein Großmaul war und sagte, Oh, ich bin bereit, mit Jesus zu leiden. I'm willing to die. Ich bin bereit zu sterben. Then he ran away when it actually came to suffering. Dann aber weglief, als es tatsächlich zum Leiden kam. He only had words before, but now he did not only have words. Hatte er zuvor nur Worte, doch jetzt hatte er nicht nur Worte. Because church history tells us that he died the death of the martyr. Denn die Kirchengeschichte erzählt uns, dass er den Märtyrertod starb. And when they wanted to crucify him, he said Als sie ihn kreuzigen wollten, sagte er, that he is not worthy to be crucified like his Lord and Master. dass er nicht würdig sei, wie sein Herr und Meister gekreuzigt zu werden. So he asked to be crucified upside down. Also bat er darum, kopfüber gekreuzigt zu werden. So Peter embraced suffering. Petrus nahm also das Leiden auf sich. So this is not the same Peter that's writing here than the Peter that was saying he's willing to suffer. Das ist also nicht derselbe Petrus, der hier schreibt, und der Petrus, der sagte, er sei bereit zu leiden. So this is a different person. Das ist ein anderer Mensch. And look, he's telling us that the example of Jesus is to suffer. We need to follow that example. Er sagt uns, dass das Beispiel Jesu darin besteht, zu leiden und dass wir diesem Beispiel folgen sollen. Now I'm going to give you a little bit of my personal opinion here, which I believe is biblically correct. Ich gebe dir jetzt ein wenig von meiner persönlichen Meinung weiter, die ich für biblisch korrekt halte. Look, Sieh mal. most Christian today, at least in the Western world, Die meisten Christen heute, zumindest in der westlichen Welt, they are not even to suffer the lack of food to fast 2 days a week. sind nicht einmal bereit, den Mangel an Nahrung zu ertragen und 2 Tage in der Woche zu fasten. Think about this. Denk mal darüber nach. And yet the Bible tells us here that Jesus left us an example of suffering and we should follow that example. Und doch sagt uns die Bibel hier, dass Jesus uns ein Beispiel des Leidens hinterlassen hat und wir dem Beispiel folgen sollten. You know, and I really think we need to change our mindset regarding suffering. Ich denke wirklich, dass wir unsere Einstellung in Bezug auf das Leiden ändern müssen. You know, Debbie and me, we have a saying. Debbie und ich haben ein Motto. When things are difficult or when we have to sacrifice things, Wenn die Dinge schwierig sind, wenn wir Opfer bringen müssen, or when things are not pleasant to the flesh, oder wenn die Dinge für das Fleisch nicht angenehm sind, when I talk about flesh here, I don't mean the sinful nature. wenn ich hier von Fleisch spreche, meine ich nicht die sündige Natur, I actually am talking about our natural human being. sondern unser natürliches, menschliches Wesen. So when things are not pleasant to us, here is what we say. Wenn uns also etwas nicht gefällt, sagen wir Folgendes. We look at each other and say, "You are fine, you are missionary." Wir schauen uns an und sagen, dir geht es gut, du bist ein Missionar. And then we say, "We are fine, we are missionaries." Und dann sagen wir, uns geht es gut, wir sind Missionare. And this is the attitude that we need to have if we want to advance the kingdom. Und das ist die Einstellung, die wir haben müssen, wenn wir das Reich Gottes voranbringen wollen. You know, I don't like the theology that a lot of people have that says, "Oh, we have to pay the price." Ich mag die Theologie vieler Menschen nicht, die sagen, oh, wir müssen den Preis bezahlen. Because the way they think we have to pay the price means you have to pay the price to earn things from God. Denn die Art und Weise, wie sie denken, dass wir den Preis zahlen müssen, bedeutet, dass wir den Preis zahlen müssen, um uns Dinge von Gott zu verdienen. Which of course can never be done. Was natürlich niemals möglich ist. Jesus paid the price so that we can have a full and abundant life. Jesus hat den Preis bezahlt, damit wir ein erfülltes und überfließendes Leben haben können. But there is a truth in paying the price. It's just differently applied. Aber es steckt eine Wahrheit im Bezahlen des Preises. Sie wird nur anders angewendet. And here is the truth. Die Wahrheit sieht so aus. That unless we're willing to embrace suffering, we will not see the kingdom manifest through us. Wenn wir nicht bereit sind, Leiden auf uns zu nehmen, wird sich das Reich Gottes durch uns nicht manifestieren. Think how much people suffered that the gospel could come to us. Überleg mal, wie viele Menschen gelitten haben, damit das Evangelium zu uns kommen konnte.
If you study church history, wenn du Kirchengeschichte studierst, it can be ancient church history or modern church history. Sei es die alte oder die moderne Kirchengeschichte, I have not found anybody who was extraordinary used by God. Findest du niemanden, der von Gott außerordentlich gebraucht wurde? Who was not willing to suffer. Und nicht bereit war zu leiden. Now, maybe you don't need to suffer persecution because we don't live in a country where we are persecuted. Vielleicht müssen wir keine Verfolgung erleiden, weil wir nicht in einem Land leben, in dem wir verfolgt werden. But to advance the kingdom of God always demands sacrifice. Aber das Reich Gottes voranzubringen erfordert immer Opfer. You know, and when I see the attitude among Christians where they try to avoid suffering at any cost. Und wenn ich die Einstellung der Christen sehe, dass sie um jeden Preis versuchen, Leiden zu vermeiden, it really concerns me. Bin ich wirklich besorgt. And then on the other hand, they have this weird theology of suffering. Auf der anderen Seite haben sie diese seltsame Theologie des Leidens. When they get sick, they say the Lord has used or he wants to use this to teach me a lesson. Wenn sie krank werden, sagen sie, der Herr hat das benutzt oder will es benutzen, um mir eine Lektion zu erteilen. That's not the suffering you're supposed to go through. Das ist nicht die Art von Leiden, die wir durchmachen sollten. You know, Jesus suffered so that we can be healed and have an abundant life. Jesus hat gelitten, damit wir geheilt werden und ein Leben in Fülle haben können. But the suffering that we embrace is when people are against us. Das Leiden, das wir in Kauf nehmen, ist, wenn Menschen gegen uns sind. When your boss is mean. Wenn der Chef gemein ist. When people laugh at you because you stand up for Christian values. Wenn Leute uns auslachen, weil wir für christliche Werte eintreten. That's when we raise up our head and say, Jesus, I thank you that I'm worthy to suffer for you. Das ist der Moment, in dem wir den Kopf heben und sagen, Jesus, ich danke dir, dass ich es wert bin, für dich zu leiden. You know, I remember. Ich erinnere mich. When I was very young and I went to a communist country. Als ich sehr jung war, ging ich in ein kommunistisches Land. And I suffered from the hands of the communists. Und litt unter den Händen der Kommunisten. Do you know what I did? Weißt du, was ich getan habe? I went back a whole bunch of times. Ich ging einige Male dorthin zurück. And I felt so honored that the Lord allows me to suffer in that way. Und fühlte mich so geehrt, dass der Herr mir erlaubte, auf diese Weise zu leiden. That's the attitude that we need to have. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten. But today there seems to be an attitude we want to run from suffering at any cost. Heute scheint die Einstellung sehr populär zu sein, dass wir um jeden Preis vor dem Leiden davonlaufen wollen. Instead of advance the gospel of the kingdom, no matter what it takes from us. Anstatt das Evangelium des Reiches Gottes voranzubringen, egal was es von uns kostet. So Jesus left us an example. Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Let's embrace ourselves with the attitude that we are always willing to suffer for our Jesus. Lass uns die Haltung einnehmen, dass wir immer bereit sind, für unseren Jesus zu leiden. I'll see you tomorrow. Bis morgen.